unten steht ein kleiner Robin. Er winkt uns zu. Winken wir immer? Komm, wir winken immer. Ja, wir machen heute Hunter Primal wieder eine neue Folge, und zwar die Hunter Primal Queen. Wäre heute für mich das achte Mal, glaube ich, und Robin das siebte Mal dann. Ungefähr. Von Abschüssen halt, ja. Aber nach Rubik 6, ich habe 7. Wir stehen hier oben bei Cape Trihorn. Zu erkennen an den drei Türmchen. Ne? Super, mega drei Türmchen. Nein, sind zwei Türme und drei Sendemasten. So rum. Ne? 1, 2, 3. Und der Robin geht jetzt da unten das komische T-Rex-Organ, die Duftdrüse hinsetzen, und dann stinkt er da und dann kommt der T-Rex an und frisst ihn. Ja. Da steht, drücken Sie Maus links, um Attraktor einzurichten. Und was ist, wenn ich jetzt rechts drücke? Dann passiert nichts. Du das Ding. Mal gucken, wo sie spawnt. Ja. Ah ja, da hinten, links außen. Da hinten. Beim Fernsehturm da. Hallo. Viel zu weit weg. Genau. Fürs Blatt. Nochmal fürs Blatt. Ich renne mal weg. Tschüss, bis später. So, jetzt kannst du also töten. Schauen wir mal, wie lange wir heute brauchen dafür. Bleib da mal stehen, du dumme Vieh. Wenn die nicht mal wegrennen würde. Ja, ne? Triff sie auch noch. Boah. So. Das war definitiv tot durch Blemblem. Ein Gehirntreffer, ja. Ich hoffe zumindest, also, dass es ein Gehirntreffer war. Ansonsten schieße ich einfach ins Auge. Ein bisschen weit weg. Genau das Ziel, wie es geht, aber wenn bewegenden Chance. Kopftreffer? Hallo, komm zurück! Hallo, ich bin hier! Okay. Geh mal baden. Komm. Hallo, hallo! Hier spricht, ihr gleich Toter. Hallo! Okay. Ja. Ich glaube, das war nicht geplant. Von einem Spiel. Die ist jetzt gerade abgerutscht. Ja, die ist jetzt unten. Die. Ja. Ja. Toll! Grandios! Ey, wir erleben auch immer was Neues in dem Spiel. Ja. Definitiv. Ey, so eine dumme KI. Ja, vielleicht kommt das hier wieder hoch oder so. Nee, da gibt's nicht. Keine Chance. Ja, das ist ja super gelaufen, würde ich sagen. Huch. Ja. Weil die können wir nicht einscannen und gar nichts. Das ist sozusagen eine Seebestattung. Ja, genau. Wir müssen nur noch anzünden und uns mehr hinausschicken. Die ist auch überfordert. Guck sie dir an. Du kriegst Schaden. Aber so dämlich wirklich. Sterben will sie auch nicht. Ich schieß mal auf. Tod durch Blemblem. Keine Muni mehr. Nur noch Bugshot. Es ist unglaublich, ja, läuft die einfach so dämlich da unten runter. Oh.
Ja. Dann frisst aber, du auch. Du stehst ja am aber, richtig, aber ich sehe hier, ich sehe sie erstens gerade gar nicht und zweitens sehe ich auch absolut keine Möglichkeit, also nee, weiß nicht. Der kommt sie nicht hoch. Also sie müsste unten am Wasser langlaufen, aber das ist hier so steil. Das geht einfach nicht. Okay, alle. Hab keine Muni mehr. Ach, warte mal, dann tun wir dir mal. Hast du einen Revolver bei? Nee. Okay. Der kann mit neuen Pfeilen schmeißen. Oder mit meinen Waffen. Ja, na dann perfekt Waffen schmeißen. Ja, komisch, dass sie auch nicht gestorben ist. Sie hat gerade schon ziemlich viel gefressen. Wusste es ja nicht. Tschüss. Komm, ich mach mal einen Geronimo. Was, warum? Geronimo! Okay. Oh, sie hat dich gefressen. Echt? Ja, sie hat noch die Animation gehabt und dich einfach gefressen. Jetzt steht sie im Wasser. Fahrt von mir, glaubt die Scheiße. Oh Mann, Alter. Warum passiert eigentlich immer nur uns so ein Blödsinn? Weiß ich auch nicht. Hast du da aufgenommen? Ich glaube nicht. Ja. Ich hab schon voll das hier aus. Also, die Perspektive, die von so. So, ich mache jetzt einfach den Wirbelsäule rot. Einfach mal jedes Kapitän anschießen. So, oh Wunder, wir sind wieder da. Den Metall nehmen wir mal mit. Das nicht. Ist man noch nicht umgefallen? Nö. Warum auch? Aber mir ist gerade langweilig und schieß halt auch. Die ist ja auf einmal ein bisschen hochgeglitscht. Jetzt hat sich umgedreht. Kann hier sich nicht mal entscheiden, wie sie glitscht. Aber die macht schon bei jedem Schuss schon diesen Ton, dass sie eigentlich tot ist. Na komm, gut auf den Flemmen. Wäre noch lustiger, wenn sie drin nicht stirbt, weil spielen. So, wir schießen einfach weiter auf das Umfeld. Ja, der kommt auf jeden Fall nicht mehr hoch. Oh. Sie ist tot. Wir haben es geschafft. Warte mal, so, ich platziere jetzt hier mal fix mein Tropod-Signal und dann springe ich so runter in der Hoffnung, auf ihr zu landen oder so. Ja, das hat bei mir nicht funktioniert, leider. Aber ihr könnt es abwechseln dabei. Beim Springen. Hast du dir auch neue gekauft? Okay, pass auf. Ich probier's. Geronimo! Wahrscheinlich sterbe ich vorher. Ja. Das war jetzt nicht so intelligent. Hey, man kommt hier aber auch nicht runter halt, ja. Nee. Und selbst zumindest wenn man runterkommen würde, würdest du nicht so weit da bis dahin kommen. Das ist halt echt scheiße gemacht hier in der Insel. Klippen sind halt hier Klippen. Ja, und man kann halt auch nicht schwimmen. Ja. Gut, ich kaufe mir einfach nur ganz fix ein paar Tropods und dann komme ich wieder. Oh, so filmen, dann, wie du dich hier wie ein Lemming mal ständig umbringst. Genau, finde ich gut. So, alles mitnehmen, genau. Tropod 6. Ach so, natürlich war jetzt mein gesamter Loot da unten. Sprich auch das zweite Cent Gland. Ich bin dumm, egal. Also ist ja nichts Neues, das kennen wir ja schon von dir. Ja, ist richtig, hätte trotzdem nie sein müssen. Mann, Robin, ey, echt. Du musst mit Anlauf springen. Mach ich doch. Sieht so aus, wenn du einfach nur ran bist. Ah, das war meine Hand. Oder du schaffst es, an deinen Rucksack ranzukommen und danach. Genau. Das wird nicht funktionieren. Mann. Egal, mein Gott. Wir haben, die ist zumindest
Tot. Die ist zumindest tot, ja. Aber das sah schon mindestens nicht so schlecht aus, gerade der Sprung. So, wie ich mich kenne, ich darf definitiv nicht vergessen, das Troppo zu setzen. Da springt der hinter mir. Mal gucken, wie viele Versuche du noch brauchst, um daran zu kommen. Also was Robin jetzt probiert ist, im Springen, kurz bevor er tot ist, den Dinosaurier ja noch per E anzuklicken. Mhm. Um es auf Inventar zuzugreifen, aber das wird nicht funktionieren. Nö. Sehr vermutlich nicht. Vielleicht bin ich irgendwann so oft gestorben, dass ich an meinen eigenen Dingern da hängen bleibe. Genau, da stapeln sich dann irgendwann die Totenschreine. Ja, genau. Und dann bleibe ich einfach an den Totenschreien hängen. Keine Ahnung, warte mal, ich probiere es mal von so. Ja, na, 3-4 Meter vorher. Genau. Schade. Tja. Wenn man jetzt hier eine Holzrampe bauen könnte. Oh ja. Oder einfach halt eine Leiter oder ähnliches Gedöns. Du kannst ja mal versuchen, hier an der Ecke hier abzuspringen hier vorne. Da bin ich relativ weit gekommen eigentlich. An der hier vorne. Okay. Wo die Kante hier ist. Jetzt lässt er auch noch einen fahren beim Stern. Ich glaube, das wird nichts sein. Nee. Oder du probierst es halt von ganz oben, wie geradezu drauf zu springen. Ja, das habe ich ja auch schon probiert, aber hat ja auch nicht funktioniert. Tja, gibt es hier irgendeine Ecke, wo man näher rankommt irgendwie? Nee, auch nicht wirklich. Nee, ist eigentlich alles viel zu steil. Ja. Ich kann's von... Nee, das können wir, glaube ich, vergessen. An die kommen wir nicht mehr ran. Sieht zumindest lustig aus, mal die Selbstmordaktion. Ja. Muss man ja mal sagen. Oh Mann. Das ist aber auch nie funktioniert, ja. So. Naja, ich meine, warum muss das Vieh denn auch da so blöd? Ey, das sieht aus hier. Die ganzen Dropout-Signale. Eins nach anderen hier. Ne. Und alles nur, weil die KI rumbackt. Ja. So. Bling, bling. Ich höre nur die ganzen Geräusche von den Dingern. Ach, ich hab's. Ich bin jedes Mal, wenn ich jetzt hier spawne, mache ich einfach den Kreis weiter zu. Kannst ja ein SOS-Signal hinschreiben, von oben sieht man es dann. Genau. Die so anordnen halt. Hey, komm, lass, das wird nichts. Ja, ich weiß. Und bupp, noch ein Dropod. Das Ding ist halt, selbst wenn man im Wasser landen würde, würde man ja sterben, weil man zu blöd ist zu schwimmen. Ja. Also Spiellogik halt. Ja, hat man ja gesehen, wo die langgelaufen ist, die Prämie Queen. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einfach mal eine Unterbrechung, denn es artet ja sonst aus. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.